mal tun, ja. Verzweifelte, zum Teil schwerstkranke Menschen, die sich mit verbundenen Augen einem Alternativheiler hingeben. Es sind verstörende Szenen, auf die ich bei meiner Recherche im Netz stoße. Der Mann, der das hochgeladen hat, heißt Bernd Joschko und betreibt südwestlich von Marburg ein sogenanntes Synergetik-Institut. Joschko behauptet, dass sich Krebskranke mit Hilfe seiner esoterischen Methode selbst heilen können, ganz ohne klassische Therapie. Denn Krebs entstehe immer durch zurückliegende schwere psychische Konflikte. Wenn man die löse, würde der Krebs im besten Fall wieder ganz verschwinden. Meint der Mann das ernst? Ich rufe im Institut an. Unter dem falschen Namen Christian Hartmann behaupte ich, Lungenkrebs zu haben. Okay. Außerdem sei ich als Kind missbraucht worden. Ich bekomme 3 Termine à 2 Stunden, Kosten pro Termin 230 Euro. Um alles dokumentieren zu können, statte ich mich vor den Sitzungen mit versteckten Kameras aus. Nach 2 Stunden Fahrt komme ich an Bernd Joschkos Synergetik-Institut an. Hallo, guten Tag. Ich bin der Bernd. Hallo, ich bin der Christian Hartmann. Masken, wie ist es damit? Muss ich die anziehen? Nee, wir sind ja alle gesund. Zum Glück bin ich 2-mal geimpft. Joschko führt mich durch mehrere Flure in einen Kellerraum. Ich erzähle ihm nochmal von meinem Krebs und dass ich Angst vor der Chemo habe. Joschkos Antwort kommt prompt. Ich bin völlig gegen Chemotherapie, weil ich kann mir das leisten. Ich bin kein Arzt, ich habe keinen Heilpraktikerschein. Ich darf so eine Meinung haben, das ist das Schöne daran. Weil es ist ja schon gegen die Schulmedizin gerichtet und das war immer schon meine Haltung. Weil ich halte ja die Leute aktiv von der Schulmedizin weg. Ich sag dir ja um Gottes Willen ja nicht. Wobei ich dir sage, du entscheidest, ich kann dir nur meine Meinung sagen. Ich halte die Leute aktiv davon ab, wenn sie sich einlassen. Ich habe das Wissen dazu. Aber du musst selbst das hinkriegen. Und damit bleibt die Verantwortung 100% bei dir. Das ist entscheidend. Dann erklärt er mir, dass mein Krebs durch Konflikte in meiner Vergangenheit entstanden sein muss. Und wenn ich mit Ihrer Hilfe quasi diese Konflikte erkenne und bearbeite, dann hat sozusagen im besten Fall mein Lungentumor schlechte Karten. Na, im besten Fall wird dein Immunsystem so gut oder dein System wird so gut, dass der Krebs wieder zurückgeht und sich auflöst. Dann beginnt die Sitzung. Ich muss mir die Augen verbinden und mich auf eine Matte legen. Ich erzähle Joschko von meinem frei erfundenen Missbrauchserlebnis als Kind. Damit es überzeugend klingt, unterbreche ich meine Schilderungen immer wieder, sage, dass mir das Sprechen darüber schwerfällt. Du solltest wissen, wenn du nicht reingehst, das Ereignis ist sowieso schon passiert. Es ist abgespeichert. Das heißt also, wenn du aber reingehst, könntest du das Ereignis entschärfen, wie eine Bombe, die entschärft wird. Und wenn du es nicht entschärfst, trägt das ständig dazu bei, dass dieser Tumor in deiner Lunge wächst. Also erzähle ich meine frei erfundene Missbrauchsgeschichte bis zum Ende. Das ist der Hintergrund von deinem Lungenkrebs. Und wenn du das alles auflöst, das kann man auflösen, gibt es keinen Grund mehr, warum der da ist und dann fällt er in sich zusammen oder geht oder löst sich auf oder was auch immer. Und dann könnte ich mir möglicherweise meine Chemo sparen? Richtig und genau das sage ich schon seit 20 Jahren. Doch noch sei die Therapie nicht zu Ende, erklärt mir Joschko zum Abschluss. Es gäbe noch weitere Auslöser für meinen Krebs. Die müssten noch gefunden werden in den restlichen 2 Sitzungen. Rund 15.000 esoterische Anbieter soll es in Deutschland geben. Der Bedarf scheint offenbar groß zu sein. Ist vielleicht doch etwas dran an den Methoden? Bei meiner Recherche stoße ich auf Professor Edzard Ernst. Er ist einer der führenden Forscher im Bereich esoterischer Anwendungen, hält sie fast ausnahmslos für Scharlatanerie. Per Skype erzähle ich ihm von meiner Therapiesitzung und Joschkos These, dass man Krebs durch Konfliktlösungen selbst heilen kann. Ja, das ist ein allbekannter Schwachsinn. Krebs entsteht nicht durch seelische Konflikte. Das wird zwar oft behauptet, ist aber nicht wahr. Und Krebs kann nicht beseitigt werden, indem man seelische Konflikte bearbeitet. Und Patienten abraten, eine ordentliche Therapie zu bekommen, ist ganz einfach kriminell.
die gehören nicht nur weg von der Praxis, die gehören ins Gefängnis. Bernd Joschko agiert nicht nur als Esoteriker, sondern ist seit Corona auch politisch aktiv. Im Netz tritt er als Mitglied einer Vereinigung auf, die Verschwörungstheorien verbreitet und Corona verharmlost. Vor meiner letzten Sitzung spreche ich ihn auf die Vereinigung an. Joschko wiegelt ab. Ob die überhaupt eine Chance kriegen, sichtbar zu werden. Die werden ja schon fertig gemacht. Von daher, es gibt keine Alternative. Es gibt noch die AfD, die Opposition macht. Naja, das ist ja nicht schlecht, aber die werden ja ständig fertig gemacht, egal aus welcher Richtung. Wir haben da keine Chance. Also mich erstaunt eigentlich eher, dass die Bevölkerung so dumm ist. Und also ich muss ehrlich sagen, für mich war das ein Intelligenztest. Die meisten sind dumm. Dann gibt mir Joschko einen Schlauch, mit dem ich auf die Schuldigen einschlagen soll. Mir geht dabei eine Frage nicht aus dem Kopf. Wäre ich ein krebskranker, verzweifelter Mensch? Wäre auch ich anfällig gewesen für solch schreckliche Methoden?